Karl-Heinz Rummenigge und der FC Bayern. So eine Saison wie die letzte soll es nie wieder geben. Es wäre schön, wenn wir auch in diesem Jahr das, was wir im letzten Jahr in Trentino uns erarbeitet haben, auch in diesem Jahr wieder der Fall sein könnte, dass wir einen guten Start haben. Das wäre wichtig. Doch diesmal soll nicht nur der Start gut werden. Diesmal sollen am Gardasee vom 15. bis 20. Juli die Weichen in Sachen Titelgewinn gestellt werden. Unser Ziel ist, da machen wir keinen Hehl raus, den Titel zu gewinnen. Wir müssen da nicht auf Understatement oder dergleichen machen. Wir möchten, wollen deutscher Meister werden. Vielleicht hilft die Atmosphäre auch beim Vergessen, denn das Drama Champions League ist immer noch präsent. Diese Champions League im letzten Jahr und dieses Finale daheim, das waren schon Schmerzen, dass wir das nicht gewonnen haben, muss ich sagen. Aber wir müssen uns auch den Vorwurf irgendwie ein bisschen machen, dass wir es nicht, trotzdem nicht geschafft haben, trotz dieser Dominanz, dieser Überlegenheit, dann eben den Titel zu gewinnen, was möglich gewesen wäre. Damit sich so etwas nicht wiederholt, sitzt jetzt der neue starke Mann mit auf der Bank, Matthias Sammer. Er ist ein Mann, der unser Vertrauen total hat. Er ist verantwortlich innerhalb des Vorstandes, ich habe gesagt, für das Herzstück des FC Bayern. Das ist nun mal eben der gespielte Fußball mit dem Trainer gemeinsam. Und Sammer hat schon bei seiner Vorstellung klargemacht, dass ein anderer Wind weht. Keine Schonzeit für EM-Fahrer. Also in Trentino nehme ich dann nicht die Nationalspieler zusammen, sondern die zusammen, die dann die Nationalspieler führen sollen. So ist es. Klingt nicht schlecht, aber ist nicht notwendig. Denn die Nationalspieler sollen nach ihrem Urlaub sofort präsent sein. Deshalb sehe ich da überhaupt keinen Grund für irgendein Alibi, dass wir dann nicht nach einer gewissen Trainingszeit sehr schnell in die entsprechende Verfassung kommen können, um den Ansprüchen des FC Bayern gerecht zu werden. Ribéry, Robben und die neuen Mandzukic, Pizarro, Dante, Shaqiri werden im Trainingslager dabei sein. Und vielleicht kommt noch ein neuer. Das Transfermarktfenster ist ja bis zum 31. August auf. Man muss mal die Dinge in Ruhe abwarten, ob sich da noch irgendwelche interessanten Dinge ergeben. Ich habe mit Jupp Heynckes, mit Matthias Sammer gesprochen. Wir sind so verblieben, wenn Sie der Meinung sind, dass noch irgendwo Bedarf dasteht, werden wir uns damit auseinandersetzen. Der Spanier Martinez soll kommen, aber noch immer soll er 40 Millionen Euro kosten. Der Trainer, der Sportdirektor und auch der Vorstand sind dieser Meinung, dass einfach dieser Betrag nicht adäquat ist. Bayern bleibt aber dran. Sollte Martinez billiger werden, könnte er im Trainingslager schon dabei sein. Schauen wir mal. Es wird eine spannende Saison für Rummenigge und den FC Bayern.